Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sams, hol Belikov an den Apparat. Willkommen zurück zu einer weiteren kommunistischen Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Genossen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft auch immer noch. Bewertung dalassen und Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und für welche Plattform ihr dieses wunderbare Spiel hier haben wollt. Es steht alles zur Auswahl. PlayStation, PC, Xbox, egal, ihr könnt selbst entscheiden. So, KGB-Karte. Nutze die KGB-Karte, um verschiedene Wege zu erkunden, an einem Bunkerschlüssel zu kommen. Die KGB-Karte wird dabei laufend mit nützlichen Informationen aktualisiert. Öffne zunächst die Karte und suche den Überwachungsraum. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel, aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Alright, Atrium. Und mein Mikrofon ist wieder an. Mann, der Controller geht mir so auf die Nerven. So, da müssen wir hin, ne? Okay, wir haben die KGB-Karte. Genosse? Na du? Okay, Tarnung. Ja. Der Bereich ist abgesperrt. Wie kann ich denn Wenn helfen, ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Warte mal, Tür ist zu. Okay, und... Es tut mir leid, Kleiner. Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Ach, der ist tot? Ich dachte, wir machen ihn nur bewusstlos. Ja, hierhin. Wie wäre es mit einem dieser Spinde? Okay, das ist eine bessere Idee. Du hast recht. Du hast recht. Alles klar, aber schon irgendwie cool. Weniger Action, dafür mehr Spionage. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler, sonst kommt er nicht an den Tresor. Ach, leider ist Charkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Okay, dann töten wir ihn. Aber wie drehen wir das Ding? Wir müssen ihn vergiften, aber wie? Wie vergiften wir ihn? Moin. Warte mal. Okay, was haben wir hier? Überrede den Gefangenen. Umprogrammieren. Beschuldigen. Nee, das ist mir irgendwie zu riskant. Wir gehen da oben hin. Was kann ich für Sie tun, Belikov? Der General befragt einen Gefangenen. Ansonsten sollte er verfügbar sein. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Charkov umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Das nötige Gift. Ich brauche Gift. Wo... Ach, das Ding ist ein Labyrinth. Aha. Nein. Karte. Moment. Hier? Hausmeister. Gibt's hier nicht ein bisschen Gift? Okay, warte, jetzt bin ich hier beim Hausmeister. Doch, hier müssen wir rein.
Oh, man sieht mich sofort. Okay. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Charkow umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Ja, aber wie komme ich in das Büro rein, ohne dass mich jemand sieht? Ah, wir haben nur diesen einen Eingang hier. Wenn ich den hier vielleicht ausnocke und schnell hier reinwerfe. Ha? Kann er mich sehen? Okay, warte mal. Ich probier's. Ich probier's. Na, du? Nein, der da hinten sieht das. Oder auch nicht. Wop, 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 wop. Noch bin ich nicht aufgeflogen. Okay, bleib schön hier drin. So, hier gibt es Gift. Ist halt nur die Frage, sieht der mich? Wahrscheinlich, oder? Ich probier's jetzt. Wenn ich entdeckt werde, gilt das als Verrat. Okay, der sieht mich nicht. Einmal. Zweimal und komm, Nummer drei. Oh, sind Sie wegen meines Auftrags hier? Bist du nicht der Verräter? Ja, das bist du. Adler wird erfreut sein. Jetzt zu diesem Bunkerschlüssel. Moment, Moment, Moment. Hier liegt eine Leiche rum, die muss ich noch loswerden. Richters Akte, kann ich die irgendwie vernichten? Aber wo ist das Gift? Hier. Der Wachmann der Waffenkammer mag kubanische Zigarren. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Okay, Moment. Das ist ein Körper, den wir loswerden müssen. Einmal hier rein. So, soll hier nicht Gift sein. Ein Doppelagent zu sein ist nicht leicht, ha? Wo finde ich hier drin Gift? Okay, ich habe kein Gift. Hier ist nicht eben gerade hier wer Gift? Okay, wartet mal. Leiche. Mhm. Nach hier müssen wir hin. Na gut, aber es hat sich trotzdem gelohnt, hier reinzugehen. Ist das hier hinten oder ist das oben? Ich glaube, wir müssen dafür hoch. Okay, wir können nicht hoch. Na? Alles easy? Belikov, haben Sie schon den Maulwurf? Mann, mach mir doch keinen Druck. Egal. Es gibt weitere nicht autorisierte Kommunikation. In wenigen Stunden wissen wir, von welchem Computer sie ausging. Genosse. Ach, ich werde bald enttarnt. Im Serverraum könnte ich eine Spur zu Charkow legen. Okay, warte mal. Wie komme ich denn hier auf die Krankenstation? Jetzt bin ich hier in der Lobby. Was ist los, Dimitri? Ich habe die Abholung bestätigt. Okay, Moment. Hier geht's. Verhör, Gefängnis. Was wurde aktualisiert? Was haben wir hier oben? Datenerfassung, Serverraum. Okay, wir müssen erstmal nach oben. Wir müssen erstmal nach oben und erstmal muss ich rausfinden, wie es nach oben geht. Hier vorne ist gesperrt. Jetzt bin ich hier. Da wollen wir aber nicht hin. Warum darf ich hier nicht durch? Ich bin doch so wichtig. Bin ich nicht sogar Sicherheitschef? Pausenraum.
gibt es für mich keinen Weg nach oben zu kommen. Wer pfeift denn hier dauernd dieses merkwürdige Lied? Derjenige macht mich richtig paranoid. Wo bin ich jetzt? Waffenkammer, Datenerfassung. Da müsste man auch noch rein. Warum kann ich nicht einfach einen Aufzug nehmen? Ich meine, wäre das für mich jetzt so mega auffällig? Okay, hier geht's nach oben. Hier geht's nicht nach oben. Okay, VIP-Gebäude. Das bedeutet, ich... Warte mal, geht's hier in die Krankenstation? Okay, nach unten dürfen wir. Ist aber ein gesperrter Bereich. Na, wo geht's hier lang? Schloss knacken. Okay, aber hier ist niemand. Also habe ich auch keinen Stress. So. Hier drüben ist zu. Oh oh. Alright. Vorsicht. Ich warte noch ein bisschen. Ist da jemand drin? Na, jetzt komm schon, beweg dich. Ich würde ihn ja ausnocken. Aber ich weiß nicht, ob da hinten noch jemand hinter der Scheibe sitzt. Okay, schnell. Einmal. Und der gute alte Dritte. Die magischen drei. Verstorben, vermisst, verstorben. Dr. Steiner, den kennen wir ja von Nova 6 aus dem ersten Teil. Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. Jetzt haben wir schon wieder was Neues zu tun, ha? Huh? Okay, da drüben ist die Wache. So. Was haben wir hier? Giftschrank. Oh nein. Okay, wir müssen gucken, ob es hier irgendwo einen Hinweis gibt auf die Kombination. Ah, warte mal. Verstehe. Dit. Ja, mach schneller. Tödlichen 30, okay. S-R-E-N-D. Okay. S-R-E-N-D. So, jetzt schauen wir mal hier. S wäre 16. R-E, wo haben wir R-E hier? So viel, also S wäre 16. R-B... Gott, ich find's nicht. RU, RH, RN. Unten ist auch nichts, nee. RB? Habe ich mich vielleicht verguckt? Okay, nochmal ganz kurz reingucken. Ich sag ja, die nehmen das ganz schön ernst mit ihrem Spionagekram. REND. S, Schwefel, Rhenium, Neodym. Aha. RE, ja. Ist auf jeden Fall RE. Ach hier, 75, hä? 75?
16. Ach, da kann man näher ran, oder wie? 60. 16, 75, 60. Okay. 16. Jetzt habe ich es vergessen. Total verwirrt. Moment, wo war es denn nochmal hier? SSS 16. Ah, hier. 16, 75, 60. Alright. Schlechtester Agent der Welt. Boah, endlich. Voll das Riddle, Baby. So, wir haben Poison. Und Abflug. So, hier ist nichts mehr gesperrt. Nice. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier wieder hin. Wir sollten heute Abend 3:1 von Metallist gegen Lokomotive. Wie lange noch? Wie lange noch, Genosse? Wie lange noch? Ich bin bereit für Tee. Was kann ich für Sie tun, Belikov? Ich will Tee, mein Freund. Natürlich, hier entlang. Keiner merkt, dass hier eine Wache vermisst wird, ne? Setzen Sie sich ruhig. Ja. Okay, wie vergiften wir den Tee? Nein, sagt Nikita, dass ihm auch sonst niemand traut. Was glaubst du, warum niemand mehr Durak mit ihm spielen will? Ich bin an meinem Schreibtisch. Ganz genau. Ja, stimmt. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, du auch. Bis morgen. Dreck! Dimitri, was besorgt dich? So ein verdammter Dreck! Komm schon! Ich wette, dass Mütterchen Russland länger lebt als wir beide. Da hast du recht, mein Freund. Gut, meistens. Sie will, dass ich in Ruhestand gehe und wir aufs Land wieder vertauschen. Lachhaft, nicht wahr? Naja, die Anna, die ist schon eine, du. Was haben wir hier noch? Seien wir ehrlich, du warst der bessere Pilot. Aber ja, das fehlt mir durchaus. Schade, dass wir nur noch am Schreibtisch sind. Tja, wir sind Bürohengste. Auf uns, Genosse Belikov. Zwei alte Krieger stolpern durch die Dunkelheit. Sag mir, Freund, warum bist du wirklich hier? Bitte halte mich nicht zum Narren, Dimitri. Ich weiß, dass du der Maulwurf bist. Was nun? Willst du mich umbringen? Ja. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Hey, tut mir echt leid, Kumpel. Tut mir echt leid. Kann ich vielleicht irgendwie noch ein bisschen... Nee, ne? Ah, doch, kann ich. Aber wir haben hier nichts... Wir haben... Oh. Okay. Kommandozentrale.
Ich weiß nicht. Ich könnte ihn hier im Klo verstecken. Ah, wir müssen einfach nur noch in den Keller, oder? Guck da ja nicht rein. Oh, verdammt. Der darf mich nicht sehen. Schnell, 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 schnell. Hallo. Wie komme ich denn jetzt schnell runter? Es lehrt einen Demut, diesen Ort von innen zu in diesem Dreckslabyrinth. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Warte mal. Gut, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Spionage, dies, das. Bewertung dalassen, Gewinnspiel, bis zum nächsten Mal und tschüss!